Tagesmagazin. Die Führerscheinfalle, Probleme beim Umstieg von Schein auf Karte. Daniel Speer. Ein über 70-jähriger Kärntner wollte einfach nur seinen alten papierenen Führerschein gegen einen neuen im Scheckkartenformat umtauschen. Im Zuge dieses Amtsvorganges hatte die Behörde jedoch Bedenken wegen seiner gesundheitlichen Eignung. Und letztlich hat er den Führerschein verloren, Stefan Krobert berichtet. Der Mann aus Unterkärnten, der anonym bleiben möchte, ist einer von 1,4 Millionen österreichischen Führerscheinbesitzern über 60. Beziehungsweise war er Führerscheinbesitzer. Der Besuch in der Abteilung Infrastruktur in der Kärntner Landesregierung wurde ihm zum Verhängnis. Die Beamten hatten Bedenken wegen seiner gesundheitlichen Eignung und schickten ihn zum Amtsarzt. Ergebnis: Der Pensionist ist seinen Schein los und zwar für immer. Detail am Rande: Der Kärntner hat sich vor kurzem ein neues Auto gekauft. Wer einen neuen Scheckkartenführerschein haben will, kann allerdings nur auf Verdacht zur gesunden Untersuchung geschickt werden. Nur wenn es gesundheitliche Änderungen gibt, muss man die gesundheitliche Eignung nachweisen. Aber jemand, der einfach nur die Führerscheinform ändern will, braucht keine ärztliche Untersuchung. Beim Führerscheinantrag, den man beim Wechsel ausfüllen muss, wird keine einzige Frage zum Thema Gesundheit gestellt. Herr Doktor, wie oft kommt es vor, dass Sie als Amtsarzt den Führerschein wegnehmen müssen? Den Führerschein nehmen wir äußerst selten weg, extrem selten. In den meisten Fällen müssen wir den Führerschein befristen, sodass die Führerscheinbesitzer einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zu einer Kontrolluntersuchung kommen müssen. Vorerst denkt der Gesetzgeber nicht daran, in Österreich einen befristeten Führerschein für Lenker über 60 Jahre einzuführen. Viele Pensionisten scheuen sich jedoch vor einem Wechsel von alt auf neu. Wahrscheinlich muss ich dann in kürzerer Zeit immer zur Überprüfung. Aber das sehen Sie, glaube ich, recht locker, oder? Ja, herankommen lassen. Ich kann morgen nicht mehr fahren können, also damit ist es obsolet, dass ich mir darüber Gedanken mache. Ich bin einäugig und muss alle 5 Jahre zur Kontrolle gehen und habe vor ungefähr 2 Jahren meinen Führerschein getauscht. Das heißt, es war für Sie kein Problem, haben Sie auch jederzeit ihn wieder bekommen? Ja, natürlich. Ja. Es hat sich nichts verändert. Haben Sie noch Ihren alten Führerschein oder schon den neuen? Nein, ich habe schon den neuen Scheckkartenführerschein. Warum haben Sie den umgetauscht? Yesterday when I was young. Das Foto war nicht mehr ganz aktuell. Ich war 19, hatte ich den Führerschein gemacht und das Foto hat nicht mehr ganz zusammenpasst. Die Passantin hat es richtig gemacht, ihren Führerschein zu tauschen. Denn ein Dokument, auf dem die Person nicht mehr eindeutig erkennbar ist, ist ungültig, sagt die Verkehrsjuristin. Genauso, wenn das Dokument beschädigt ist, das war vor allem bei den Papieren und Führerscheinen ein Thema. Manchmal sind die irrtümlich in der Waschmaschine gelandet oder es ist ein Stück abgerissen gewesen oder man hat einen Eintrag nicht lesen können. In dem Fall muss man sich ein Duplikat ausstellen lassen. Im Zuge des Umtausches heutzutage bekommt jeder einen Scheckkartenführerschein. Die sind so robust, dass das alles eigentlich keine Rolle mehr spielt. Und daher ist auch dieses Thema nicht mehr wirklich so virulent. Übrigens, der neue Scheckkartenführerschein kostet 45 Euro und wird innerhalb von 5 bis 10 Tagen nach dem Ausfüllen des Antrags per Post zugestellt.